Wieder einmal genieße ich die schönen Ansichten in Halle, nicht weit ab vom Zentrum. Hier in den Klausbergen, in der Nähe der Bank, ein Stein mit einem Gedicht von Eichendorff. Es steht eine Burg überm Tale und schaut in den Strom hinein. Das ist die fröhliche Saale, das ist der Giebichenstein. Da habe ich so oft gestanden, es blühten Täler und Höhen, und seitdem in allen Landen sah ich nimmer die Welt so schön. Diese Reime entsprechen nicht mehr ganz dem Zeitgeist, aber mich zieht es auch immer wieder her. Heute allerdings will ich mit dem Dampfer eine Fahrt auf der Saale machen. Die Reederei Riedel bietet verschiedene Möglichkeiten an. Mein Weg führt unter der Giebichen Steinbrücke entlang, die 1926 erbaut wurde. Vorbei an den monumentalen Tierskulpturen, die einerseits als Eisbrecher dienen, andererseits die Verbindung zwischen dem städtischen und dem ländlichen Gebiet darstellen. Die früheren Bauherren wussten, was sie taten. Da steht schon eins der drei Schiffe der Reederei. Obwohl schönes Wetter, wenig Leute. Ganz nach meinem Geschmack, aber mir unverständlich. Die Karte zeigt den ersten Abschnitt unserer Fahrt, von der Brücke bis zu einem Wehr. Sechs Leute müssen es sein, das sind wir und los geht's. Der Kapitän hat viel zu erzählen. Wenn wir jetzt wenden, haben wir dann hinter uns die 924 durch Heinrich den I. erbaute Burg Giebichenstein. Sie gilt als älteste Burg Sachsen-Anhalts. Erbaut wurde sie als Zoll- und Grenzfeste. War dann zeitweilig Sitz der Erzbischöfe zu Magdeburg. Und im Dreißigjährigen Krieg brannte sie durch die Unachtsamkeit eines Wachsoldaten bis auf die Grundmauer nieder. Dort eine interessante Geschichte, die Jahnhöhle, in der wir Kinder oft gespielt haben. Turmvater Jahn soll sich hier in seiner Studentenzeit vor anderen Studenten versteckt haben. Voraus dann eine weitere rot-weiß-rote Tafel, dahinter eine Gebäuderuine und das ist die alte Kröllitzer Papierfabrik. Sie wurde 1882 gegründet, brannte 1926 nieder und wurde damals schon aus Umweltschutzgründen nicht wieder aufgebaut. Die alte Papierfabrik. Ich kann mich noch gut erinnern. Sie machte uns Kindern immer ein wenig Angst und trotzdem zog es uns stets wieder hierher. Die Schleuse Trotha an der Forstwerder Insel. 17 Schleusen gibt es in Halle. Sie gleichen auf 15 Kilometer einen Höhenunterschied von 9 Metern aus. Unter den insgesamt 17 Saaleschleusen gilt sie als deren älteste. Sie wurde bereits das erste Mal auf kurfürstlichen Befehl und als steinerne Schleuse hier in den Jahren zwischen 1609 und 1612 erbaut. Die restlichen 16 Saaleschleusen folgten dann in den Jahren bis 1684. Eine weitere Besonderheit der Schleuse Halle Trotha, die haben wir etwa 300 bis 350 Meter voraus, ein sogenanntes Fang- oder Vorstauschleusentor. Und diese Anlage kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Pegelstand der Saale am Unterpegel dieser Schleuse den Wert von 1,50 Meter unterschreitet. Dann wird diese Schleusenkammer dort vorne geschlossen. Das Wasser aus der Schleusenkammer
der wir eben waren, in diesen Kanal, in dem wir uns jetzt befinden, eingeleitet und hier in diesen Kanal dann der Wasserstand damit künstlich angehoben. Das ist dann auch. Es geht weiter auf unserer Fahrt, von der Schleuse bis nach Brachwitz. Der Hafen in Trotha. Von 1926 bis 1931 wurde das erste Hafenbecken gebaut. Bis 1945 gab es ein ständig steigendes Transportaufkommen. Bis Anfang der 70er Jahre stieg es auf 400.000 Tonnen. Dann fehlte das Geld für Investitionen und so verfiel er langsam. 1994 eine umfassende, teure Modernisierung. Aber die geringe Wassertiefe machte alle Pläne zunichte. Die überwiegende Tätigkeit des Hafens ist nun der Güterumschlag von der Schiene auf die Straße. Ein Ausbaggern des Flusses verhinderten die Umweltschützer. Gut für die Umwelt, schlecht für das Geschäft. Auf der rechten Uferseite dann beginnt das Landschafts- und Naturschutzgebiet der Hatzigmark. Die Fähre Brachwitz ist nach der Straßenbrücke an der Burg Giebichenstein die erste Möglichkeit, die Saale wieder mit einem Fahrzeug zu überqueren oder überhaupt zu überqueren. 10 Kilometer Saale abwärts, die nächste Fähre zwischen Rothenburg und Brucke und erst weitere 4 bzw. 5 Kilometer später dann die nächste feste Straßenbrücke zwischen Könnern und der Ortschaft Nelben. Kann man sich dann lebhaft vorstellen, was los ist, wenn eine oder mehrere dieser Fährverbindungen wegen Hochwasser, technischer Defekte oder Eisgang ausfallen bzw. stillgelegt werden müssen. Auf die Menschen, die auf diese Fährverbindungen angewiesen sind, kommen dann ganz schnell tägliche Umwege im Bereich zwischen 50 und 100 Kilometern drauf zu. Hier dreht das Schiff bei dieser Fahrt um. Aber immer sonntags kann man noch ein Stück weiterfahren, bis zur Stadt Wettin. Schon von Weitem grüßt eine gewaltige Burganlage, die mich sehr neugierig macht. Es gibt 90 Minuten Aufenthalt, also los. Die erste Burganlage wurde 926 von Slawen erbaut und bestimmte mit verschiedenen Adelsgeschlechtern deren Geschichte. Die Stadt selbst hat eine Bergbauvergangenheit. Von 1466 bis 1893 wurde Steinkohle gefördert. Vom Reichtum der Stadt zeugt noch heute dieses Rathaus. Aber ansonsten ist es sehr ruhig hier. Ich gehe zur Oberburg, die mit der Unterburg durch eine 1 Kilometer lange Befestigungsmauer verbunden ist. Hier kann ich weit ins Land sehen. Kein Wunder, dass die Burganlage gerade hier erbaut wurde. Auf meinem Weg zur Unterburg dieses Gemäuer, in dem sich eine Gaststätte befindet. Der Eingang zum Innenhof der Unterburg. Ein Gymnasium hat hier sein Domizil. Für die Schüler gibt es in der Oberburg ein Internat. Bevor ich die Burg verlasse, noch ein Blick nach unten. Dort flog das F der Fähre durch die Bäume. Das also ist die Fähre von Wettin, die so wichtig ist für die Menschen in den umliegenden Ortschaften.
Mach's gut, du stolze Burg. Schön, dich kennengelernt zu haben. Mein Schiff dreht gerade um. Es geht wieder zurück nach Halle. Links zeigen sich die Brachwitzer Alpen. Sie sind eine unter Naturschutz stehende Porphyrlandschaft. Porphyr ist ein Sammelbegriff für vulkanisches Gestein mit großen, gut ausgebildeten Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Es soll hier sogar einen Alpenverein geben. Langsam, aber sicher nähern wir uns wieder Halle. Die Schleuse Trotha. Die Turmvater-Jahn-Höhle. Links die Burg Giebichenstein und vorn die Giebichensteinbrücke. Hier rechts eine ganz beliebte Ausflugsgaststätte, der Krug zum grünen Kranze. Sie entstand etwa um 1820 als feuchtfröhliche Studentenkneipe. Später dann war sie auch Austragungsort der beliebten Fernsehsendung Im Krug zum grünen Kranze. An der Brücke angekommen, geht es nun Richtung Süden. Es ist meine zweite Fahrt mit einem anderen Schiff auf der Saale. In dieser Richtung erwartet uns weniger Spektakuläres, dafür aber viel schöne Landschaft. Auf der linken Seite das Riebeufer, benannt nach dem hallischen Bürgermeister Richard Robert Riebe, der von 1906 bis 1933 dieses Amt innehatte. Mir gefallen besonders die kleinen Häuschen am Flussufer, die jetzt zweckentfremdet als Kiosk genutzt werden. Da habe ich auch schon gesessen und diese Ruhe hier genossen. Vor uns jetzt die Brücke zur Peißnitzinsel. Sie ist ein Stück schönes Grün unweit der City, wo man mit der Parkeisenbahn fahren, joggen, walken oder sehr schön wandern kann. Auch zwei Gaststätten kümmern sich um den müden Wandersmann. Vor uns die typische Flusslandschaft der Saale. Rechts das Wehr, entstanden durch das Gefälle des Flusses, und links die Schleuse. In der Mitte ist dadurch eine kleine Insel entstanden. In dieser wunderschönen Lage ein Altenheim. Man sieht nichts mehr von den Schäden, die das gewaltige Hochwasser vor einigen Jahren bei diesen Häusern auch angerichtet hat. An dieser Stelle dreht das Schiff und wir haben die Möglichkeit, das Wasser des Wehrs etwas genauer zu beobachten. Jetzt geht es zurück zur Giebichensteinbrücke. Dort
warten die Schiffe der Reederei Redel wieder auf neue Gäste. Die Flusslandschaft von Halle ist eine noch weitestgehend unentdeckte Schönheit. Und das sage ich nicht nur, weil ich in Halle geboren bin. Es gibt weiterhin noch viel zu berichten.